So eine Kollision im virtuellen Luftraum erhitzt schon mal die Gemüter. Und damit herzlich willkommen zu meinem Infovideo über die Technik von Antikollisionssystemen in der Luftfahrt. Ich möchte euch die Notwendigkeit für Detektionssysteme näher bringen, über Ursachen von Kollisionen sprechen und einen Überblick über gegenwärtige als auch zukünftige Techniken für die Kollisionsvermeidung in der Luftfahrt geben. Wer mehr zur Geschichte von Luftfahrtkollisionen, TCAS, ADS-B und deren Umsetzung FLARM wissen möchte, schaut sich am besten das Video Antikollisionssystem auf diesem Channel an. Zu den genannten Themen wurde bereits ein Video veröffentlicht. Der Flugverkehr wächst so stark wie kein anderes Verkehrsmittel. Diese Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu beobachten. In der EU beispielsweise nahm die Verkehrsleistung zwischen 1990 und 2003 um etwa 70% oder jährlich um gut 4% zu. Dies wird auch für die Zukunft prognostiziert. So erwartet Airbus in seiner aktuellen Marktvorhersage bis 2025 eine jährliche Zunahme von knapp 5%. Daraus folgt, dass besonders an Engstellen wie Flughäfen eine hohe Dichte an Luftfahrzeugen anzutreffen ist. So kam es am 12. November 1996 über Cherki-Dadri in Indien zum drittschlimmsten Unglück in der Luftfahrtsgeschichte. Beim Zusammenstoß von Saudi-Arabien Airlines Flug 763 und Kasachstan Airlines Flug 1907 starben die Insassen beider Maschinen. Insgesamt waren 349 Todesopfer zu beklagen. Die Untersuchung ergab, dass die kasachische Ilyushin über kein Kollisionswarngerät verfügte. Durchsagen des Fluglotsen am Boden mussten zunächst über einen Funker im Cockpit an den Piloten weitergeleitet werden. Es ist jede Art von Kollision denkbar, sei es mit dem Boden verursacht durch eine schwere Beschädigung des Flugzeugs wegen eines technischen Defekts oder durch einen sogenannten CFIT, den Controlled Flight into Terrain, bei dem das Flugzeug aufgrund fehlerhafter Navigation voll funktionsfähig mit dem Boden in Berührung kommt. In der Luft besteht die Gefahr einer Kollision mit anderen Flugzeugen, die sogenannte Mid-Air Collision. Auch sollte man die Bedeutung eines Vogelschlags nicht unterschätzen. Man erinnere sich an die spektakuläre Landung des US Airways Flugs 1549 auf dem Hudson River in New York. Beim Steigflug der Maschine wurden Wildgänse in beide Triebwerke gesogen, sodass dem Piloten Chesley B. Sullenberger nur die Möglichkeit einer Notwasserung übrig blieb. Was kann man also gegen diese Bedrohungen tun? Zunächst einmal ist die Sicherheit des Flugzeugs fast vollständig vom Piloten abhängig. Durch Schulungen, Übungen am Simulator oder durch Praxiserfahrung wird der Pilot für Gefahrensituationen sensibilisiert. Systeme an Bord eines Flugzeugs wirken meist nur unterstützend und greifen nur mit Ausnahmen in die Steuerung ein. Eine Kollision mit dem Boden ohne technischen Defekt des Flugzeugs nennt man CFIT, Controlled Flight into Terrain. Dies ist meist auf einen Pilotenfehler zurückzuführen, sei es wegen schlechter Sicht, die eine Navigation erschwert, oder etwa durch Fehlinformationen, die bei der Kommunikation zwischen einer Bodenstation und der Crew entstehen. Um solche gravierenden Fehler zu vermeiden, wird der Pilot durch technische Geräte unterstützt, die ich euch nun vorstellen werde. Enhanced Flight Vision System ist ein Oberbegriff für alle Systeme, die die Umgebung des Flugzeugs für den Piloten besser sichtbar machen. Bei schlechter Sicht lassen sich Starts, Landungen und auch Fahrten des Flugzeugs am Boden besser steuern und Kollisionen vermeiden. Eine Umsetzung des EFVS stellt Synthetic Vision dar. Der Pilot erhält hier Informationen über das unter dem Luftfahrzeug befindliche Gelände in Form einer 3D-Ansicht. Dem System liegen Datenbanken mit der Beschaffenheit der Erdoberfläche zugrunde, die auch Landeplätze enthalten, um keinen Fehlalarm bei einer regulären Landung auszulösen. Per GPS ermittelt Synthetic Vision die aktuelle Position des Flugzeugs und stellt dann das Gelände auf einem Display dar. In der kommerziellen Luftfahrt sind diese Geräte meist fest integriert, während für Kleinflugzeuge mobile Geräte wie Tablets zum Einsatz kommen. Ein weiteres System stellt Enhanced Vision dar, welches über eine Nahinfrarotkamera oder ein Millimeterwellenradar verfügt.
Es bietet dem Piloten bei eingeschränkter Sicht ein besseres Bild und vermeidet so Fehleinschätzungen des Piloten über die relative Lufthöhe. Wie man im Video erkennt, sind Flüge in der Nacht oder bei Nebel deutlich besser zu meistern. Terrain Awareness and Warning System ist der Sammelbegriff für alle Warnsysteme, die den Piloten vor einer bevorstehenden Bodenkollision informieren. Die Realisierung eines Bodenannäherungswarnsystems ist hier das Ground Proximity Warning System, welches in unterschiedlichen Betriebsmodi arbeitet. Das Gerät detektiert in einer Höhe von 9 bis 747 Metern über dem Boden die Radarhöhe und die barometrisch gemessene Sinkrate. Je niedriger die Höhe des Flugzeugs, desto kleiner wird die Toleranz für die Sinkgeschwindigkeit. Werden Toleranzwerte überschritten, so erfolgt eine Warnung an den Piloten in Form von akustischen oder visuellen Signalen. Im Betriebsmodus 1 wird eine Warnung ausgestoßen, falls das Flugzeug eine zu starke Sinkrate besitzt. Modus 2 benutzt zusätzliche Informationen über die Beschaffenheit des zugrunde liegenden Terrains, um auf eine ungewollte Annäherung hinzuweisen. Modus Nummer 3 warnt vor Höhenverlusten im Steigflug direkt nach dem Start der Maschine. Im vierten Modus wird auf zu geringen Bodenabstand hingewiesen. Das Warnkriterium wird aus Radarhöhe, Fluggeschwindigkeit, der Stellung des Fahrwerks sowie der Landeklappen abgeleitet. Bei Nummer 5 analysiert das Ground Proximity Warning System den Gleitpfad des Flugzeugs und meldet zu starke Abweichungen mit einer Glide-Slope-Meldung an. Es existieren noch zwei weitere Modi, die die Schwellenwerte der Radarhöhe akustisch mitteilen oder vor Scherwindkräften warnen. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel aus der Praxis an. Im nachfolgenden Video ist die Crew mit ihrer Maschine im Landeanflug auf einen regulären Flughafen. Da der Flugplatz aber nicht in der Datenbank des GPWS gespeichert ist, rät das Warnsystem fälschlicherweise die Maschine mit einer Modus 2 Warnung Pull Up wieder hochzuziehen. Caution, terrain. Gear down, please. Caution, terrain. Speed check. Caution, speed is good. Gear is coming down. Caution, terrain. Flaps off, landing taxi lights. Terrain. Flap 60. Terrain, terrain, pull up. Flaps rolling, pull 60. Flap 60 set. Neben den Systemen in der kommerziellen Luftfahrt werden im Militär bereits automatische Systeme eingesetzt, die auch in der Lage sind, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen. Bei Kampfjets sind im Einsatz schnelle Reaktionen gefragt und es wirken oft hohe G-Kräfte auf den Piloten ein. Das Auto Ground Collision Avoidance System oder Auto GCAS ist in der Lage, eine Bodenkollision selbstständig ohne Eingreifen des Piloten abzuwenden. Im Video seht ihr das Head-Up-Display eines F-16 Kampffliegers, der stetig an Höhe verliert. Der Pilot hat in dieser Situation das Bewusstsein verloren und die Maschine rast unkontrolliert auf den Boden zu. Auto GCAS erkennt den Höhenverlust, greift in die Steuerung ein und stoppt den Sinkflug. Das Airborne Collision Avoidance System oder kurz ACAS ist ein Standard der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Er wird seit Beginn der 1980er Jahre stetig erweitert und gibt Prinzipien vor, um Mid-Air Collisions zu vermeiden, also Luftkollisionen zwischen Flugzeugen. Eine Umsetzung des ACAS findet bei TCAS statt, dem Traffic Alert and Collision Avoidance System. Es ist in der Lage, andere Flugzeuge mittels eines Sekundärradars zu detektieren und vertikale Ausweichempfehlungen an den Piloten zu geben. Für den Luftraum vergangener Jahrzehnte war dieses System sehr hilfreich und verhinderte unzählige Mid-Air-Collisions. Doch mit steigender Verkehrsdichte im Luftraum erhöht sich auch die Anzahl an Meldungen und Ausweichempfehlungen für Piloten, die sofort auf Warnungen reagieren müssen. Die TCAS-Empfehlungen wirken inflationär und sorgen für eine sinkende Akzeptanz des eigentlich hilfreichen Systems. Eine Lösung dieses Problems wird durch einen neuen Standard beschrieben, welcher in der Lage ist, Hinweise für Luftausweichbewegungen zu minimieren. Dieser nennt sich ACAS-X und ist ein Standard, der im Jahr 2020 Einzug in die Flugzeugsysteme finden soll. Ein Großteil von TCAS-Warnungen werden von drei Ereignissen ausgelöst, die in der Regel keine Kollision verursachen. Dem aneinander vorbeifliegen zweier Maschinen in 500 Fuß vertikalem Abstand, der Steigflug eines Flugzeugs bis auf eine gewisse Höhe und der Annäherung an ein anderes Objekt bis auf 1000 Fuß und das gemeinsame Anfliegen an Landebahnen mit geringem horizontalem Abstand zueinander.
ACASX basiert auf den Prinzipien von dynamischer Programmierung und Markov-Entscheidungsmodellen, um in jeder Sekunde die kostengünstigste Flugbahn zu wählen, die einerseits keine Kollision verursacht und andererseits wenig Aufmerksamkeit des Piloten erfordert. Gehen wir doch genauer auf diese Theorien ein. Im Bild seht ihr die schematisch dargestellte Arbeitsweise der dynamischen Programmierung. Die vertikale Achse in jedem der Einzelbilder von A bis F entspricht der relativen Lufthöhe, während die horizontale Achse die Zeit darstellt. Das rote Kästchen soll einen Luftverkehrsteilnehmer symbolisieren, der eine Mid-Air-Collision verursachen könnte. Ein Kurs auf diese Position verursacht die höchsten Kosten. Ausgehend vom roten Kästchen zum eigenen Flugzeug werden nun die günstigsten Ausweichrouten berechnet. Dies geschieht für jedes grau gefärbte Kästchen, wobei die Ergebnisse der vorher berechneten Spalten mit in das Ergebnis einfließen. Ein dicker Pfeil gibt die günstigste Entscheidung an, die entweder steigen, sinken oder keinen Alarm geben heißen kann. Im Teilgrafik F rechts unten erkennt man die vollständige Tabelle der Ausweichempfehlungen. Ein Markov-Entscheidungsproblem ist ein mathematisches Modell, das aus Zuständen, Aktionen und Transitionen besteht. In der Grafik seht ihr ein Beispiel mit drei Zuständen, die jeweils zwei Aktionen besitzen. Führt man in einem Zustand eine Aktion aus, so wird mit einer Transitionswahrscheinlichkeit in den nächsten Zustand gewechselt. Dabei wird die in gelb vermerkte Belohnung eingestrichen. Es gilt für dieses Modell, die Anzahl an Belohnungen zu maximieren. Wird in Zustand 2 beispielsweise die Aktion A gewählt, so wechselt man mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit in Zustand 1. Zudem wird eine Belohnung von plus 1 erlangt. Bezogen auf das ACASX sind die Zustände ein Tupel aus der Position des Flugzeugs und dessen Geschwindigkeit, wovon mehrere Millionen existieren. Kollisionskurse und häufige Kurswechsel verursachen in den Zustandsübergängen hohe Kosten, also auf unser Modell bezogen negative Belohnungen. Was bringen uns also diese Modelle in der Realität? Vergleichen wir nun das TCAS mit ACASX in einer bestimmten Gefahrensituation. Es handelt sich wieder um die vorhin beschriebene Lage einer gefährlichen Annäherung eines anderen Verkehrsteilnehmers. Die blaue und die rote Kurve stellen den Kurs zweier Flugzeuge dar, die zu einer gewissen Zeit eine relative Lufthöhe einnehmen. Die gestrichelte vertikale Linie in der Mitte markiert hier den größten Annäherungspunkt beider Maschinen. Das TCAS meldet zunächst nach 31 Sekunden eine potenzielle Kollision beim Sinkflug mittels Crossing Descent. 2 Sekunden später kommt die Anweisung, das Flugzeug in den Steigflug zu versetzen, welcher in der Grafik der dicken orangenen Kurve entspricht. Das TCAS deutet die Situation als potenzielle Kollision. Wiederum 7 Sekunden später soll die Lufthöhe über Level Off gehalten werden. Mittels Clear of Conflict meldet das TCAS das Ende der Gefahrensituation. Hier zählen wir insgesamt 4 Meldungen an den Piloten. Nun zum ACASX. Das System kommt in derselben Situation mit 2 Meldungen aus. Eine Meldung betrifft die Kurskorrektur Do Not Descent und die zweite Meldung markiert das Ende der Gefahrensituation. Die Aufmerksamkeit des Piloten wird also bei ACASX weniger beansprucht. Vergleicht man jetzt beide Techniken in Zahlen auf die vorhin genannten Annäherungssituationen, so erkennt man einen deutlichen Rückgang der Anweisungen an die Crew, sowie ein verringertes Risiko einer Kollision. Lediglich bei den parallelen Landemanövern sind noch Verbesserungen möglich. Unfälle mit Vögeln in der Luftfahrt geschehen meist unterhalb der Wolkendecke und deshalb zu einem großen Anteil bei Starts und Landungen. Sie verursachen jedes Jahr weltweit über $1 Milliarde an Sachschäden und gefährden die Flugsicherheit in einem erheblichen Maße. Im Video sieht man, wie eine kanadische Wildgans den Windschild einer Cessna 210 durchschlägt. Problematisch sind in der Luftfahrt besonders schwere Vögel mit einem Gewicht von über 3 Kilogramm, bei denen die verwendeten Flugzeugbauteile der kinetischen Energie des Aufpralls nicht standhalten. Neben Schäden an der Windschutzscheibe und an der Verkleidung sind heftige Kollisionen am Triebwerk besonders fatal. Da ein Vogelschlag meist unterhalb von 3000 Metern stattfindet, bleibt kaum noch genügend Zeit, eine Notlandung zu planen.
Flugzeugkonstrukteure versuchen dagegen zu steuern, in denen Triebwerke besondere Testzyklen durchlaufen. Durch sogenannte Chicken Guns können Vogeleinschläge mit hoher Geschwindigkeit simuliert werden. Eine Luftfahrtzulassung erhalten nur Flugzeuge, welche mindestens die Dimension einer kanadischen Standardwildgans überstehen. Die Hühnerkanonen feuern mittels Pressluft ein Projektil direkt in das Triebwerk. Früher wurden echte Vogelkadaver verschossen, mittlerweile aber kommen rundgeformte Gelatineproben zum Einsatz. Per Aufnahme der Zeitlupenkamera lässt sich anschließend der Schadenshergang ermitteln. Neben der Verstärkung der Bauteile ist es jedoch sinnvoller, die Kollision mit Vögeln gänzlich zu verhindern. Die größte Gefahr lauert beim Start einer Maschine am Flughafen, da alle Systeme des Flugzeugs auf Volllast laufen. Während bis in die 1970er Jahre der Ansatz galt, die Vogelpopulation auf dem Gelände eines Flughafens zu vernichten, findet heutzutage eher ein ökologischer Ansatz statt. Tiere können mittels optischer oder akustischer Hilfsmittel verscheucht bzw. vergrämt werden. Das reicht von Imitationen natürlicher Feinde wie Greifvogelattrappen, über gasbetriebene Knallschreckgeräte bis hin zu montierbaren Spikes für potenzielle Landeflächen oder Nistplätze. Es wird alles versucht, es den Vögeln in der Umgebung des Flugplatzes so ungemütlich wie möglich zu machen. Grünflächen werden so angelegt, dass keine Beerensträucher wachsen, von denen sich Vögel gern ernähren. Auch lässt man das Gras bewusst höher wachsen, um Greifvögeln die Sicht auf Beutetiere am Boden zu versperren. Neben aktivem Eingreifen zur Vogelschlagprävention können Schwärme auch über ein Radarsystem detektiert werden. Zum Einsatz kommt hier ein Primärradarsystem, das Mikrowellen im S-Band aussendet. Zur Erklärung: Ein Primärradar sendet aktiv Hochfrequenzimpulse aus, die an einem Hindernis reflektiert werden und als Echo teilweise wieder an der Sendestation eintreffen. Die Mikrowellen im S-Band sind per IEEE-Standard definiert und liegen im elektromagnetischen Spektrum zwischen 2 und 4 GHz. Das Radarsystem ist sowohl in der Lage, einen einzelnen Flughafen zu überwachen, als auch auf einer vernetzten Ebene ein ganzes Land. Next Generation Radar, oder kurz NEXRAD, ist ein Netzwerk von 160 hochauflösenden S-Band-Radarantennen. Der eigentliche Einsatzzweck ist die Wetterüberwachung. Dennoch kann NEXRAD auch für die Vorhersage von Vogelschwärmen benutzt werden. Im Video ist eine Karte der USA zu sehen. Die blauen Bänder im Norden stellen Niederschläge dar, während die elliptischen Ringe auf Vogelzugbewegungen hinweisen. Aus diesen Daten lassen sich Prognosen und auch Warnungen für Piloten erstellen, sogenannte Bird Tams. In Deutschland beschäftigt sich das Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr mit Vogelschlag. Es bietet Karten zur Vogelschlaggefahr in einer Region auf Basis von Radarvogelzugbeobachtungen. Das war also mein Vortrag über Antikollisionssysteme. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Bis bald!